Bei strömendem Regen fahre ich mit Gigi von Tegernsee her in Richtung Aachensee zum Wintertreffen beim Caravan Park Aachenkirch. Aber wo ist denn eigentlich der Schnee? Sobald wir den Aachenpass näher kommen, wird auch der Schnee sichtbar. Aber leider nur für eine kurze Strecke. Als wir in Aachenkirch ankamen, sind die Wiesen wieder grün und alles ist im Nass. Aber wir haben das Ziel in Sichtweite. Wir treffen beim Caravan Park Aachensee ein. Als erster toller Service wird das Salz und der gröbste Schmutz entfernt. Gigi schaut prüfend aus dem Loft. Dann fahre ich zu unserer Parzelle und sehe, dass wir noch nicht die Letzten sind. Wir machen einen Überblick über den ganzen Campingplatz und schauen bei der Franz-Josef-Straße vorbei. Dort steht das Partyzelt. Die letzten Aufbauarbeiten sind voll im Gange. Ganz wichtig ist auch, dass für das flüssige, leibliche Wohl gesorgt wird. Um ein Bierfass anzuzapfen, braucht man den richtigen Mann dazu. Michael Binder kann das ganz geübt und sofort werden die ersten Gläser gefüllt. Renate, Robert und Sebastian stoßen schon mal auf die nächsten Tage des Wintertreffens an. In der Zwischenzeit gehe ich mit Gigi den Caravan Park auskundschaften. Das neue Mäntelchen mag Gigi nicht und bleibt einfach stehen. Dann laufen wir wieder zurück zum Reisemobil. Hell beleuchtet ist das Hauptgebäude. Darin ist die Anmeldung und das Restaurant zu finden. Abends treffen wir uns im Restaurant. Dort nehmen wir Platz und werden herzlich begrüßt. Herzlich willkommen zu unserem dritten Wintertreffen hier am schönen Aachensee. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gut angekommen seid, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Renate, lieber Michael, Thomas, da du jetzt ein Teil der Familie bist. Ne? Genau, Pico. Also zumindest ein Teil der Morelo-Familie. Ich sage, glaube ich, im Namen von uns allen erstmal ein herzliches Dankeschön für die tolle Veranstaltung. Das fürs Wetter könnt ihr nichts, aber ich glaube, es gibt immer nur die falsche Kleidung, nicht das falsche Wetter. Also von uns ein herzliches Dankeschön. Ihr habt unheimlich viel gesprochen. Ich sage, für mich ist es das erste Treffen, aber hoffentlich nicht das letzte. Ich freue mich natürlich auf die gemeinsamen Tage. Reklamation haben wir ja schon gesagt, Stolli. Ist bei ihr? Nee, das ist der Kleine. Die Marschen macht der Kleine. Nee. Ich freue mich wirklich auf ein paar schöne gemeinsame Tage. Lasst uns hier einfach im familiären Umfeld gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Michael, Renate, nochmal vielen Dank für die Einladung. Also, vielen Dank und wie wir immer am Schlüsseltag sagen, willkommen daheim. Ne? Prost! Hallo! Du hast Gäste für uns vergessen! Das habe ich versammelt. Achso, stopp! Eins habe ich noch vergessen, weil der Michael gesagt hat, hoffentlich hast du dein Scheckbuch dabei. Die Getränke übernehmen heute wir, ja? Boah! Champagner für alle! Schön, dass ihr wieder da seid. Bei uns dritte Wintertreffen mit der Firma Binder und mit Michael und mit der Renate. Wie er schon gesagt hat, da hat sich eine Freundschaft gebunden, nicht nur geschäftlich. Und da sage ich mal recht herzlichen Dank an euch zwei und natürlich an euch Gästen. Nur das Beste für unsere Gäste. Fühlt euch wohl bei uns, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, dann sind wir selber da oder der Andi auch, gell? Im Büro und ich hoffe, dass ihr zufrieden seid und dass wir ein paar schöne Tage haben. Nach so einem Tag mit der langen Anfahrt hat man einen Bärenhunger. Ich sage nur, einen guten. Am Tag danach knipsen wir das erste Gruppenfoto, bevor es mit dem Reisebus ins Zillertal losgeht. Ich begleite euch den ersten Tag einmal. Also, weil sie schon wissen, wo es hingeht. Ich verrate es jetzt noch nicht.
Das wird jetzt noch bald einmal sicher. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich teile euch jetzt die Gästekarten aus und jetzt kriegst du die Ausweise wieder zurück. Die Fahrt führt erst dem 9 Kilometer langen Aachensee entlang bis nach Meierhofen. Dort besuchen wir die Erlebnissennerei Zillertal. Wir versammeln uns vor dem Eingang, bevor wir dann in die Sennerei eintreten. Der Rundgang kann beginnen. Aber bitte, warum haben alle das Handy am Ohr? Es ist kein Handy, sondern ein Gerät, an dem man die ganze Führung durch die Sennerei abhören kann. Die Käse, die hier hergestellt werden, dürfen von uns auch probiert werden. Dazu stehen mehrere Apparate mit jeweils 3 Käsesorten zum Probieren bereit. Computergesteuert werden die Käseleibe ins Hochregallager verschoben. Auch hauseigene Joghurt darf man hier probieren. Danach schauen wir noch bei einem Schaubauernhof vorbei. Wer denkt, die Melkmaschine ist Kühen oder Ziegen unangenehm, der irrt. Im Gegensatz zum ungestümen Saugen der Jungtiere oder dem Handmelken. Hier wird eine artgerechte Tierhaltung gezeigt und man darf außen die Ziegen streicheln. Was hast du? Nach dem Sennereibesuch fahren wir zurück, aber halten erst noch in Maurach bei der Edelbrennerei Kostenzer an. Auch dort bekommen wir eine interessante Führung. Wir haben über 70 verschiedene Edelbrände, 8 verschiedene Whiskys, diverse Gins, Liköre und Spirituosen. Das ergibt aufs Jahr gerechnet eine Menge von über 100 Tonnen Obst, was wir verarbeiten. Wo ich die Marillenblüte erwähnen möchte, das ist einer der empfindlichsten Blüten. Kann sein, ein Vorsteinbruch ist, dass die Blüte gefriert, sie stirbt ab und es gedeiht kein Obst mehr. Zwei Methoden, wie Sie das retten können. Einmal mit Vereisung der Blüte, das geht aber nur auf eine gewisse Zeit. Und die zweite Methode ist mit Feuerstellen zwischen den Baumzeilen, wo Sie versuchen, die Temperatur anzuheben. Klingt komisch, ist aber so. Das ist eine schöne Sache. Ich will nicht sagen, wir sind die Ersten in Österreich, aber wir sind die Blüte. Ja, da seid ihr jetzt im Alkohollager. Alles noch drinnen. Wenn der dann destilliert wird, kommt der Geist raus und der Geist ist immer klar. Auf der herben Seite geht nur der Geschmack von den Früchten über. Bei euch jemand mit Likör oder Geist? Ja. Das ist ja ein Geist. Ihr braucht jetzt gerade sagen, was ihr gerne hättet. Gin? Weißt ja. Du jemanden Gin? Ja, Alter. Naja, der sagt ja, das ist das Urprodukt vom Gin.
Am Abend versammeln wir uns beim Partyzelt. Man gönnt sich ein Glühwein und versucht sich beim Nageln. In der Zwischenzeit werden für unser Abendessen Hähnchen gebraten. Am anderen Morgen ist ein deftiges Weißwürstchenfrühstück organisiert und wir genießen das bei Sonnenschein und natürlich mit einem Bier. Und jetzt richtig trinken und Gigi kommt auch. Danach wollen wir eine kleine gemütliche Wanderung starten. Wir laufen durch eine schöne Ebene, die umgeben von Bergen ist. Natürlich sind auch unsere Hunde mit dabei. Zielsicher laufen wir in die Richtung des Skigebiets Christlum. Der Robert ist unser Bergführer. Robert, erzähl. War sehr skeptisch, als ich gesagt habe, da geht's hin. Zuerst hat er gesagt, 1,8 Kilometer, in der Zwischenzeit sind wir gerade bei 3,5. Aber es wird besser, vertraut mir, hey. Ja, ja. Ui, ui, ui. Die Laune ist noch gut bei den Leuten. Das ist das Wichtigste. Tobi, ja, mal auf geht's. Irgendwie haben wir einen etwas eigenartigen Weg ausgesucht. Und das veranlasst uns immer wieder, nach dem richtigen Weg zu suchen. Gott sei Dank hatten wir einen orientierungslosen Bergführer. Und gut konnten wir noch einen Skifahrer nach dem Weg fragen. Somit nahmen wir wieder einmal eine Abkürzung, also einen Weg, den es eigentlich gar nicht gab. Dann hatten wir es geschafft und unser Ziel, die Christlumalp, erreicht. Ein Getränk musste her. Unsere Gesellschaft war von der Wanderung müde und ich musste sie irgendwie wieder reaktivieren. Am besten mit einem Schneeball. Wir genießen den blauen Himmel, das Bergpanorama und die frische Luft, bevor es hoch zur Sesselbahnstation geht. Damit wir uns nicht nochmals verlaufen, nehmen wir den Sessellift ins Tal hinunter. Bei der Talstation gibt's noch einen verdienten Absacker, bevor wir zurück zum Gauernpark laufen. Unserem Abenteuertag folgt ein gemeinsamer Faschingsabend. Sogar aus arabischen Ländern besuchten uns Scheichs. Einer kam sogar mit einer Haremsdame. Ungläubiger. Dann lehne ich da jetzt mal dankend ab. Ja, ich auch. Das siehst du mal. Einmal kurz auf dem Berg gewesen und schon weinen wir sich. Sven posiert kurz für ein Foto, möchte sich aber lieber dem Salat widmen. Das
macht er nicht. Nee, auch nicht dabei. Auch Henry und Liam, die zwei Kinder von Sven, machte es sichtlich Spass. Und dann heizt uns Thomas und Andreas so richtig ein. Aber der absolute Showact waren aber. Es war ein toller Abend. Morgen danach begannen wir ganz gemütlich und ich lief mit Gigi um den Caravanpark Aachensee. Es gibt 4 Kategorien Plätze. Es sind dies die Standard, die Komfort, die Wiesenplätze und der Wohnmobilhafen. Der Alpencaravanpark liegt idyllisch mit direktem Zugang zum Nordufer des Aachensees. Dazu gehört auch ein Sanitärgebäude, der Shop und das Restaurant. Der Caravanpark grenzt an die Promenade des kleinen Aachensees, der im Sommer zum Baden einlädt, und dem Aachensee. Gegenüber des Caravanparks befindet sich das Restaurant Scholastica mit der großen Terrasse. Dort trinke ich einen Glühwein und warte auf das Kursschiff Stadt Innsbruck. Von hier aus könnte man eine Rundreise auf dem See starten. Als ich zurück war, bestaunte ich das schöne Panorama und Renate ist ganz in ihr Handy versunken. Sie möchte uns doch einen schönen Beitrag bei Facebook erstellen. Auch Daniela ist beschäftigt. Sie bringt den Klaus mit einem neuen Haarschnitt zu neuem Glanz. Ich mache schon mal Feuer, denn ich habe alle zu einem Appenzeller-Fondue eingeladen. Dazu muss ich Brot in kleine Stücke schneiden und der Käse wird in der Zwischenzeit von Klaus sorgsam gerührt. Anita ist unsere Vorkosterin und probiert das Schweizer Fondue. Ich glaube, es hat allen geschmeckt. Und mir hat es Freude gemacht, dass ich der Gemeinschaft etwas beitragen konnte. Um 16 Uhr gab es eine Busfahrt mit dem Ziel, in einer malerischen Winterlandschaft anzukommen. Wir fahren an dem 9 Kilometer langen, 1,3 Kilometer breiten und 133 Meter tiefen Aachensee entlang und kommen beim Busparkplatz in Pertisau an. Von da an wandert ein Teil unserer Gruppe und der Rest fährt mit der Kutsche.
zu einem gemeinsamen Hüttenabend. In 50 Minuten erreichen wir die Pfalzturnhütte. Dort angekommen, sitzen wir in die rustikale Jausenstation. Sofort wird die Bestellung aufgenommen. Ein Radler, junge Lady. Ein Radler. Johannisbeer? Hier gibt es weder WLAN noch Netzverbindung und somit sind wir frei von Facebook, WhatsApp, Tinder und so weiter. Eigentlich sehr schön. Dann beginnt die Live-Musik und unser bestelltes Essen kommt nach und nach auf den Tisch. Und es war wieder ein wunderschöner Abend. Wann geht's endlich los? Wann geht's endlich los? Wenn der Schweizer da ist. Michael, was haben wir vor heute? Heute machen wir eine Wanderung auf die Christelum Skigebiet und danach gehen wir auf die Riedberg, ins Riedbergstübel und müssen sich wieder stärken, damit wir runterlaufen können. Aber Markus, ich glaube, du hast ja schon Erfahrung gemacht mit dem Berg. Gemacht, ja. Ich und der Berg. Gut, auf geht's. Auf geht's. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Lift hochzufahren und runterzufahren. Einfache Fahrt nur hoch, 10 Euro, hoch und zurück 20 Euro. Jetzt muss ja jeder wissen, rauf und runter oder rauf und runter laufen. Nun sind wir wieder mitten im Skigebiet Christelum und laufen von der Station runter zum Riedbergstübel. Dort genieße ich eine fantastische Aussicht und eine Kartoffelsuppe mit Würstchen. Fahren. Jeder wie er möchte. Die einen fahren runter, die anderen bleiben noch sitzen und wir wollen runterlaufen. Später treffen wir uns beim Caravanpark zu einem Glühwein. Zur Überraschung besuchen uns die Gastgeber der Pfalzturnhütte. Heute ist ja unser letzter gemeinsamer Abend zusammen. Zumindest für die einigen, die einen oder anderen bleiben ja noch ein paar doch da, aber offiziell ist es unser letzter Abend. Wir hoffen, euch hat es ein bisschen gefallen. Sehr gut. Es war auf jeden Fall mit euch wieder mega schön. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr alle dabei wart. Und hoffen, dass er nächstes Jahr der eine oder andere wieder dabei ist. Dann gib mir da mehr.
Vielleicht können wir es ja dann nächstes Jahr mal probieren. Wir machen mal einen alkoholfreien Event, Hansi. Oh. Ja. Solange es Ripple geht, ist es okay. Und ein ganz herzliches Dankeschön an allen, die wo mitgeholfen haben, mitorganisiert haben. Auch an Sebastian für deine Hilfe. Herzlichen Dank. Bravo. Natürlich auch an die Renate, herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch. Und ich sage einmal danke, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, dass ihr zufrieden wart. Heute noch schon gut essen und morgen ein schönes Frühstück. Und der, was noch gerne länger bleiben will, kann auch gerne länger bleiben. Und ich hoffe, wenn ihr wieder mal unterwegs seid, nicht, dass ihr vorbeifahrt, sondern herbeikommt. Und ich sage an Renate und an Michael, danke, danke, dass sie immer die Treue sind, dass sie bei uns sind. Und auch natürlich danke an euch, dass ihr auch da seid. Ich glaube, der Markus, auch ihm herzlichen Dank, der hat einen Applaus auch verdient. Was er so mal in die Runde reingefragt, ne? Wollen wir, dass der Markus nächstes Jahr wieder dabei ist? Jawohl. Am letzten Morgen vor der Heimfahrt schien die Sonne und wir wollten eigentlich zum Frühstück gehen. Dann sah ich alle vor Olis Palace stehen. Anscheinend ist etwas eingefroren. Jetzt kommen wir erstmal zum Frühstück, vielleicht ist es wärmer. Und mit der linken Bremse haben wir das Problem. Wir dürfen nur noch in warme Länder fahren, was gehört? Das heißt ja. Auswählst du das Frühstück unterm Auto? Die linke Bremse hat ein Problem, die rechte macht auf, die linke geht. Während des Frühstücks wird es dann schon auftauen. Erst stärken wir jetzt uns und die Ersten verabschieden sich von uns. Klaus, Daniela und ich spazieren mit den Hunden noch zum Wasserfall. Als wir wieder zurückkommen, ist die große Aufräumarbeit voll im Gange. Dann heißt es Abschied nehmen. Tschüss Markus, vielen Dank ja, für dein Fondue. Und, ja, schon gut. Und wir sehen uns wieder. Ne? Es war ein geiles Wintertreffen. Es waren wunderschöne Tage hier im Caravanpark Aachensee. Es war wunderschön mit allen Gästen und es war wunderschön mit euch, Renate und Michael. Herzlichen Dank für das gelungene Wintertreffen und kommt alle gut nach Hause.